Mein Name ist Konrad Junghedel. Ich werde hier am Haus die Premiere, die Produktion von Giulio Cesare von Händel leiten. Das ist wirklich eine Situation, die wir gar nicht so häufig in der Geschichte vorfinden, dass eine Oper in der Entstehungszeit so erfolgreich war und sie auch heute wieder so erfolgreich ist. Erstens ist es natürlich eine wunderbare Geschichte. Das ist ja dieser historische Stoff, auch wenn er ja nicht unbedingt immer ganz historisch getreu und richtig sein muss, aber darum geht es ja in der Oper auch gar nicht wirklich. Aber ich glaube, in dieser Oper ist es wirklich auch sehr stark einfach die musikalische Qualität. Es gibt so viele Ohrwürmer, von denen man sich wahrscheinlich wochenlang da nicht mehr trennen kann. Und es ist doch schön, wenn man sowas mit nach Hause nehmen kann. Sie ist aber eine absolut typische Opera Seria der Zeit. Das heißt, Opera Seria, es folgt immer eine Arie auf ein Rezitativ, Rezitativ dieser Wechsel. Es gibt die wirklich wunderbaren virtuosen Arien, natürlich, weil ja damals Kastraten angetreten sind und die waren berühmt für ihre Virtuosität. Aber es gibt auch wunderbare, ganz, ganz langsame Lagos mit allem Herzschmerz, was man sich nur wünschen kann. Ich sage das extra ganz bewusst so, weil wir ja oft denken, früher war das alles ganz anders und so ganz ernst und alles so wahnsinnig seriös. Nein, die Menschen waren damals auch schon Menschen und die hatten ihre gleichen Gefühle und wahrscheinlich sogar ganz ähnliche Bedürfnisse auch. Und trotz allem, diese Geschichten, die ans Herz gehen und die berühren, natürlich, Musik will berühren, das ist überhaupt der einzige Daseinszweck von Musik überhaupt. Und der wird gerade in dieser Oper auch wieder so herrlich bedient. Und wenn das Ganze dann noch mit einer wunderschönen Inszenierung zusammenfällt, wo es auch herrliche Bilder gibt, es gibt wirklich sehr Schönes zu sehen, dann hoffe ich, dass alle Besucher zufrieden nach Hause gehen.